Death Prophet, Sniper, Puck. Da wäre der Witch Doctor doch gar nicht schlecht. Eigentlich. Schauen wir mal. Das könnte was werden. Je nachdem, was Jule Murren gern picken möchte. Das könnte so durchaus funktionieren. Ja, mit der Crystal Maiden, schön. 5 seconds remain. Und wir brauchen auf jeden Fall Sentries. Just a minute or so now until the game starts. Patience. So, Sentries für die Broodmother. Seconds until Digital Sports. My gratitude. Brauchen schon ein bisschen Lebenspunkte da oben noch. Na, fangen wir mal so an und dann schaue ich mal weiter, wie wir das machen. Schauen wir, ob die Blutmacher oben haben werden. Würde aber davon ausgehen. Time for shots. Rune ist da oben. Ne, kann ich ihm. Ne. Zu knapp. Ich dachte nicht, dass der Panda gleich den Block verkackt. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass der Panda den. Clock, den Block verpasst hat und wir dann so weit im feindlichen Gebiet sind. Back to video games. Na, man könnte sogar mit Maledict anfangen. Okay, 2. Da. Ja, komm doch mit den Illusions. Och nö, Crystal Maiden. Das, wir müssen am Anfang gleich. Ach, ich hasse das. Was hat's jetzt gewonnen? Nichts. Dieses Dumme. Das ist echt, gerade am Anfang ist sie so stark. Das ist so eine Verschwendung. Ja, bitte geht auf verschiedene CM. Ja. Danke, so geht's auch. First Blood. Passt. So easy. So. Mal gucken, ob sie geblockt haben hier. Nee. Wir können jetzt so easy killen. Das hat echt geschenkt gerade mal. Dark Initiation. Ja, Maledict. Aha. Na, warum kommen die Creeps eigentlich hier lang? Auch eine witzige Idee. Okay. So, ich stack hier mal.
Und Pull dann. Und er hat die Blutmappe alleine gekillt. Sauber. Ja, mit den beiden Sentries hat sie ja nicht viel Platz, sich zu verstecken. Ich hole mir mal einmal Wards. Und mache dann ein Kurier-Upgrade. Wards sage ich schon. Ich hole mir einmal Boots. Das wollte ich sagen. Mighty! Oh ja! Right of passage! Sauber, Death Prophet in der Mitte. Ah, haben sich gegenseitig gekillt. Ups, gerade komisch geruckelt. Jetzt haben wir die Weaver da oben. Was geht da unten? Na, die kann man schön out of XP Range bleiben. Ich hole mal einen Town Port, damit ich woanders aushelfen kann. Whether or not it was the correct purchase. Choke on your own bitter regret. I don't think so. Oh, did that sting? Na, hier weiter. Hier haben wir keine Sentries an der Stelle. Bisschen weit weg. Ob ich nochmal Maledict mache. Oder ob ich dann mal. Ich mache einmal noch Maledict, bisschen aggressiver. Bevor ich dann Voodoo Restoration skille. Wir könnten in der Mitte mal ganken. Die CM. Mit mir. Ja, wenn ein paar weniger Creeps da wären. Ja, sauber. Ja, warum hat der Puck da nicht mehr drauf geschossen? So in Gefahr war er nicht. Reicht vielleicht trotzdem. Das habe ich nicht ganz verstanden von dem Puck, warum er da sofort wieder weg ist. Das ging ihm da nicht so schlecht. Na, kommt er noch aus? Sieht gut aus. Nehmen. Ja, schade, dass wir den Kill da nicht gekriegt haben. Hätten wir eigentlich locker haben sollen. Das war etwas seltsam. Hat der Clock. Hat Ulti. Won't hurt a bit. Oh, look at it go. Sauber. Ask not for whom the spell tolls. Ja, Level 5. Auch bald. So, können wir ruhig mal die Fortification nutzen gleich. Drop Tower under siege. Oh. Und da fehlt nicht ja bis viel bis Level 6.
Und dann gehe ich mal zurück. Voll aufladen, ich kaufe mal die Crystal Maiden. Ach, die Crystal Maiden hat alle Wards. Okay, dann passt das schon. Man kann an ihm ganz gut Arcane Boots bauen, weil man dann Voodoo Restoration auch richtig nutzen kann. Ah, da haben sie ihn. Der Ulti kostet ja auch 200. Ist alles nicht ganz günstig. Und natürlich die Crystal Maiden mit Mana Regeneraura. Das kostet zusammen schon 330, 450. Also ich brauche eigentlich fast das komplette Mana, wenn ich das alles ausspielen möchte. Was habe ich sonst für Alternativen? Tranquil Boots. Natürlich leicht disabled werden kann. Wie viel Movement Speed haben die? 55, die haben Basis. Ja, 60 immerhin noch. Na, ich nehme mal die. Bisschen mobiler. Wir haben die Regen Aura. Wenn wir die Regen Aura von CM nicht hätten, hätte ich das wohl genommen. Last gekriegt, sehr schön. Wenn der Clock jetzt mal ein Ulti setzt, einen Hookshot und gut trifft, oder der Puck da was schafft. Pushen wir einfach mal ein bisschen. Mal ein bisschen Druck auf den Tower machen. Die 10-Minuten-Rune ist unten, wenn sie noch nicht aufgehoben wurde. Haste, sehr schön. Haste! Ja. Wir brauchen irgendeine Art von Initiation. Pack? Wie wär's, wenn du kommst? Ja, und einfach nur ein Dream Call würde schon reichen. Sauber. Ja. Sauber. Waxing Bowers. Sollten wir zusammen jetzt aber drauf gehen. Clock Ulti. Die Broodmother. Ja, müssen wir ein bisschen aufpassen. Na gut. Ja, irgendwie konnten wir uns da nicht entscheiden, mal zusammen reinzugehen, wie es aussieht. Und der Clock-Ulti kam auch ein bisschen spät. Die Crystal Man hat doch eben noch ganz viele Wards gehabt. Soll die mal placen? Ja, 12 Minuten Rune.
Wie ist der Cooldown? 6 Sekunden. Alles ready. Komm. Ist geschenkt. Ach komm. Oh, look at it go. Ja, nicht ganz das hinein. Sauber. Nicht ganz das hinein Clockwork, aber fast. So. Ja, so viel Mana habe ich jetzt noch nicht, aber können wir vielleicht hier mal. Bottom tower being attacked. Radiant structures are fortified. So. Alle mal mit angreifen. Damit wir den Tower kriegen. Danke sehr. Middle tower demolished. Ich hole mir mal meinen Point Booster. Und vielleicht ein paar HP. Sind sicherlich nicht verkehrt. Dann kann ich auch mal hochporten. Oder erstmal runtergehen. Ich verkaufe mal noch ein bisschen was. Weil in den Tarplatz werde ich brauchen. 16,6, das läuft ja ganz gut soweit. Oben haben wir den Tower gekriegt, super. Der Ogre ist auch da in die Mitte gegangen, das heißt, ich kann hier mal in Ruhe farmen eben noch. Mal beobachten, dass er nicht gleich wieder hier nach unten kommt, dann... Ja, jetzt sind aber vier oben. Nutze ich das einfach mal aus eben. Was mache ich denn? Dafür kann ich nicht Last hitten. Schlimm. So. Bisschen Damage kann ich schon noch machen. Klein kriegen werden wir nicht. So, jetzt gehe ich mal weg. Der Ogre ist da verschwunden. Da sind auch noch nur ein oder zwei zu sehen. Könnten relativ schnell hier runterporten. Ich verzieh mich mal. Ups, stopp. Nimm nicht meinen Ogre Club mit. Leider nicht genug Mana dann. Was geht in der Mitte? Wir wollen unten pushen. Ups. Der Panda hat noch. Split. Missing middle. Na, der Panda muss mal aufpassen. Er hat ziemlich wenig HP. Jetzt ist er eingeschlossen. Ja. Das war etwas seltsam. Ja, Puck kann sich dann die Region-Rune hier holen. Jorans, ja, da komme ich nicht mehr schnell genug hoch. Wir können hier noch den Tier 2 bisschen pressuren. Komm jetzt eben mit, Puck. Kannst immer noch holen. Die Rune läuft dir nicht weg. Ja, komm, Puck. Danke. See how your top tower is still on the map? Me neither. Na, man hält den Push schon ganz schön lang am Laufen.
wenn der Clock noch dazu kommt. Ich muss nicht. Okay, das lief nicht gut. Cox. Zu spät, die Cox. Da bin ich, habe ich außerdem wahrscheinlich genau vor ihm gestanden, als er es machen wollte. Das war ein Versehen, weil ich dachte, er rennt weiter nach vorne. Timelapse, oder? Oder auch nicht. Was ist denn mit der Weaver los? Wie schlecht ist die denn? Das war sehr, sehr seltsam von der Weaver. Können wir mal oben pushen. Bisschen Mana. Geht das easy? Und im Heal? Radiant have fortified their towers. Ja, wo ist der Pack hin? Mein Aghanims. Die. Ups. Hol mal noch den Ward gleich mit, wenn schon. Death Ward. Voodoo Restoration können wir jetzt ganz gut gebrauchen. Könnten uns auch Roshan holen. Ach, das ist inzwischen schon. Kein Mal gestorben, auch sehr schön. Stellen wir hier einen Ward auf. Wir könnten eigentlich fast schon ein bisschen aggressiver sein. Der bleibt auch mal hier. So gefährlich ist das alles nicht. Na, das ist Mana langsam alle. Gucken wir mal nach der Rune. Vielleicht sehr was Schönes. Thrice is nice. Was soll man denn damit?
No need to kill their bottom tower. They've done it for you. Roshan vielleicht jetzt? Dominating. Na, dominating. Die holen ganz schön auf, aber jetzt langsam. 6 Kills, der Sniper, der kann mir dann irgendwann auch gefährlich werden. Level, was ist der Level? 16? Ne, 15. Und trotzdem, Level 15 ist nicht gut. Vielleicht könnte ich mir sonst irgendwann entweder einen Ghost Scepter... Ja, das wäre gegen die vielleicht... könnte man in Betracht ziehen. Mal schauen. Shadowblade ist auch ganz witzig. Weil man trotzdem noch ultien kann. Sonst, Invis Detection haben sie ja eh nicht gegen uns. Shadowblade wäre durchaus eine Möglichkeit. Oh, look at it go. Come another. I insist. Ja, vor allem den Sniper mal. Ja, die treffe ich alle. Alle getroffen. Mindestens 3 oder vielleicht sogar den 4. auch noch. So muss das sein. Und Voodoo Restoration mal. A dominant performance. Ja, der hätte mal mit uns zusammenbleiben sollen. Auf dem Weg zum Arganims ist er. Fehlt aber noch ein bisschen was. Ja, Crystal Maiden. Na, haben sie wohl ein Ward, wie es aussieht. Sauber. Ups. Wow. Und hier nicht mal Voodoo Restoration angemacht, warum auch immer. Haha, das war knapp. Da war ich so im Stress, dass ich es nicht mal angemacht habe. Und unser Kurier ist gestorben. Auch nicht gut. Ich kaufe nochmal Sentries. Da oben haben die anscheinend was. Und nochmal Observer für mehr Map Vision. Cypher Wise wäre natürlich eine Möglichkeit als nächstes. Finde ich auch ganz gut, glaube ich. Ja, ist GG. Ist längst vorbei. Heul bitte ein bisschen. Na, machen wir es mal so. Sauber. Ja, Silence, Dream Coil, alles solche Geschichten. Irgendwas? Puck? Irgendwas? Ah, ich dachte, da kommen noch mehr dazu. Draufgeschissen. Aber hier oben ist der Ward, den haben wir vorhin schon gesehen. Und jetzt können wir mal Mitte pushen mit 2 Dead. Vor allem mit meinem Voodoo Restoration halt. Sauber. Sein Ulti gemacht, bevor er kaputt geht. Ja, so tief möchte ich da nicht rein.
Ach, der Pack. Jetzt natürlich ein bisschen mein Mana low. Wann haben wir die Fortification eben nicht benutzt? Eine Sekunde noch. Sauber. Und jetzt der nächste Anlauf. Warum auch nicht? Okay, ich stelle mal hier unten erstmal kurz einen Ward auf, wenn ihr nichts dagegen habt. Und nur gegen den Sniper sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Mit Blinkdagger auf. Ja. Was machen denn bei unsere beiden Dagger-Initiator? Lassen vom Sniper sich den Tower hinein. Unglaublich, die beiden Jungs. Ja, nicht jetzt, Roshan, wenn alle leben. Na, wohl, wenn mein Ulti fast wieder. Könnten wir trotzdem mal probieren. Wir haben ja eine sehr genaue Vision von ihrem, wie sie sich bewegen. Und ich warte mit dem Death Ward einfach draußen. Bisschen Regeneration gibt's noch, aber. Ja. Genau. Und nochmal Frostbite gleich hinterher. Der Klopfer könnte ja auch mal mithelfen. Verrückte Idee. Wäre irgendwann vielleicht einmal so ein Aghanims fertig, wäre ja auch was. Kaufen nochmal Wards und nochmal Sentries. Ist ja auch mal cool, wenn da. Ich verteidige mal hier unten. So, jetzt habe ich nochmal eine volle Packung Wards. Die Crystal Maiden, was macht die eigentlich, wenn die ganze Zeit nicht wardet? So ein buntes Durcheinander an Zeug. Naja, wurscht. Aber Moment, die Crystal Maiden Aura ist super. Nur dein jetzt. So, wir sollten uns den Tier 2 da oben holen. Vision haben wir inzwischen eigentlich fast überall. Holen sie sich inzwischen wenigstens dann den Tower hier? Nein. Wo ist denn der Clock wieder weggegangen? Warum eigentlich? Schade. Na? Immerhin haben wir noch den Sentry da. You do know your bottom tower is being attacked, right? Dire structures are fortified. Ja, wir sollten sie angreifen und unten den Tower verteidigen. Für irgendwas sollten sie sich mal entscheiden. Sie entscheiden sich für nichts. Ach, jetzt. Immerhin. Die, also was, wie sie sich entscheiden, verstehe ich nicht ganz. Aegis auch noch am Panda. Jetzt, na, ich weiß nicht, ob es den Panda gegeben hätte. Vielleicht eher den, na, wo der Fuchs spielt auch nicht gut. Und mit seinem Dagon. Hm.
revenge on beats a cure. Here, catch! Ja, da habe ich leider voll im Ulti nicht mehr die Voodoo Restoration angemacht. Sonst hätte das ein bisschen besser ausgesehen. Jetzt geh doch einfach rauf mit deinem verfickten Ulti und Aghanims. Du hast doch alles. Und der Clock dann, ja, kein C9 Clock. Ja. Your bottom tower is learning to accept its own inevitable death. Radiant having unfortified structures is now a thing. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is in ruins. Ja, der Ulti ist bald vorbei, da. Ja. Danke, wenigstens etwas. Wenigstens etwas haben sie geschafft. Can anyone truly die? In real life? Wait, okay, yes, I've answered my own question. Hier, Poke, du hast doch diese komischen Spells und den Dagger und solche Geschichten. Probier's mal. Ja, jetzt ist er weg. So, ich habe hier einen Rucksack voller Wards. Was geht da oben? Die Idee war gut. Vom Clock. Wie ist der Cooler noch? 27 Sekunden. Der Clock spielt irgendwie die Hälfte des Spiels alleine. Ist ein bisschen schade. Hallo, nicht weggehen. Volle HP, voll. Wohin geht denn der Junge? Aber hinten trifft er die Creeps mit seinen ganzen Spells immer. Das ist ja wohl das Wichtigste. Eigentlich wollte ich ihn da unten hinsetzen. Wurscht. Ja, was hat er jetzt für vorher noch keine Detection, oder? Natürlich nicht. Wie sieht es denn mit Roshan aus, hm? Guck mal nicht auf die Uhr, wann der wiederkommt. Noch nicht, leider. Ja. Ich will nicht so reinlaufen. Okay, die ist hinter mir gerade. Ja, sehr gut. Komischer Teamkampf von dem Positioning ein bisschen. Da komme ich jetzt schlecht hin.
quite a spree. Ich nehme noch das Double Damage, bevor es einer von denen aufhebt. Double Damage. Da hat er jetzt gewardet und die wardet meinen. Ja, komm, jetzt einfach ein schöner. Na, fuck. Ja, sauber. Ja, ich treffe auch den Sniper. Aber es könnte reichen. Sauber. Sauber. Three innocent lives taken. I grew stronger. Also ich kann schlecht pushen, bin jetzt ja nicht der stärkste Pusher. Ich stell mal eben Ward auf. Ja, hat Split, oder? Ja. Primal Split. Na, da oben haben wir einen Ward. Wir sollten mal Roshan müsste off. Schafft man nämlich jetzt nicht mehr alles. So, ich bringe mal noch einen Observer Ward. Roshan, kommt mal zu Roshan, Jungs. Ja, ja, ping, 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 nix. Warum? Wenn wir auch Roshan machen können, Idiot, dieser Panda. Late Game, weil das jetzt 30 Sekunden dauert, nämlich. Spinne. Moment, kann ich mir gleich mal einen Hex leisten dann. Wie viel fehlt mir denn da noch? Jetzt doch. Okay. Sollen Sie mal kurz warten, bis meine Wards da sind? Ach, hat der Clock sogar einen Gem inzwischen? Okay. So, komm mal mit hier, die Warden. Sehr schön. Wartet mal lieber ein bisschen. Ja, lass. Clock, so mit Ulti. Die können auch keine 2 Sekunden warten, bis ich mal die Wards aufstelle, damit wir vernünftige Vision von allen Seiten haben. Ja. Dann krall dir doch den Snag. Wo jetzt kriegt er den auch nicht. Snag PKB wird ja auf Cooldown sein. Hm.
Ja, es hat alles nicht so einfach. Vielleicht mache ich echt einen Shadow Blade. Gegen... Ghost Zap, das ist auch gefährlich gegen die. Noch ein paar Stunts haben sie schon. Shadow Blade können wir uns halt echt überlegen. Wenn die Aufmerksamkeit dann ganz woanders ist. Wie ist das eigentlich? Aktiviere ich dann erst Shadow Blade und dann Death Water umgekehrt? Bin ich gar nicht ganz sicher. Ich glaube, ich mache erst Shadow Blade an und dann den Death Ward kann ich halt anmachen, ohne dass ich halt entdeckt werde. Und nicht umgekehrt, oder? Oder mache ich erst Shadow Ward und dann mein Ulti? Was macht ihr da? Boah, gegen den Sniper, das ist erbärmlich. Wir verlieren dann auch die Base. So. Bottom tower being attacked. Dire structures are fortified. My enemies will pay with their liquefied guts. Your top tower is under attack. Feeling good, man. Verlieren die jetzt in der Mitte schon wieder? Top tower under siege. Boah, Jungs, ihr seid doch echt zum Scheißen zu blöd, ey. Cox! Hilfreich, wenn man da nicht die anderen mit sich mit einschließt. Ich halte mal unsere Creep Wave ein bisschen hoch. Und unseren Kurier auch verloren, okay. Ich habe es noch gar nicht geschrieben. Ihr könnt im Chat eigentlich dazu schreiben, wie ist das? Mache ich erst Shadowblade an und dann Ulti wieder umgekehrt. Aber inzwischen finde ich es eh nicht mehr so überzeugend. Ich wüsste auch sonst nicht, was ich sonst noch holen soll. Ach ja, den Kurier haben wir auch nicht mehr. Ich kann mir nicht mal Wards bringen lassen. Invisibility. Haben wir eigentlich unseren Gem noch? Ja. Immerhin. Der Clock stirbt halt nicht. Irgendwie auch was Positives. Kann ich mal irgendwo... So, auf die vertraue ich gar nicht, auf die Jungs. Erstmal ein Kill und dann schauen wir weiter. So, 70 Sekunden, ein Held tot. Leider auch noch 50 Sekunden mein Ulti auf Cooldown. Der mit seinem Level 5 Dagon, wenn der halt mal mit seinem Blinkdagger einen Hex hätte. Unglaublich, das ist so dämlich.
Jungs. Das sind, glaube ich, die dummsten Menschen der Welt. Und der Clock ist auch nicht toll, der steht immer irgendwo in der Ecke. So. Wie viel fehlt da noch? 1600. Sehr schade. Das ist ja nochmal Ulti, das ist aber inzwischen wieder Ulti-ready. Ja, perfekt. Alles richtig gemacht. Verlieren wir den sogar. Den Tier 1 so lange gehalten. It's just been completely destroyed. Mid-Tower taking damage. Wir müssen eigentlich die Weaver oben killen. Die da innen kriegen wir eh nicht hin. Wir müssen die Weaver killen und dann zurück in die Base. Ja, den können wir nicht defenden. Boah, ist der dumm. Kill doch oben die Weaver. Oh, was für ein Team von Idioten. Das ist ja der Hammer. Top Tower under siege. Wie wäre es denn da oben? Wir fehlen alle äußeren Tower, weil die hat nichts können. Was für ein... Was für ein Verein von unglaublichen Vollidioten. Na, die Weaver ist bestimmt irgendwo hier. Clock, komm mal in die Nähe. So ein geiler Weaver-Counter. Ja. No one go defend top tower. It needs to learn to defend itself. The spell is cast. Top tower under siege. Ja, die Creeps hast du super getroffen. Clockwork, gar nicht schlecht. Rock it on. So, wie wär's, wenn wir jetzt mal die Weaver oben killen? Die wird nämlich irgendwo hier im Wald rumgammeln und bestimmt wieder pushen wollen. Ja. Oh Mann, diese Reaktionszeiten aus der Hölle, ey. Oh, wie schlecht. Ich sag's noch vorher, man, einfach nur ein bisschen Spielverständnis. Ich hab die ja nicht mehr gesehen, die Weaver. Ja, das war ein Edu anscheinend. Einfach ein minimales Spielverständnis. Das Spiel ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer. So ein bisschen mal voraussehen, antizipieren. Ist jetzt echt nicht alles so wahnsinnig schwer. Do it with flair. No pulse. Hier ist die Crystal Maiden mal Wards kauft, ist auch nicht drin, oder? Bleib mal hier mit meinem Death Ward. Der hat keine Vision, das ist so krass. Wie viel Rohstand wir schon bekommen haben, ja. Ich nehme mal das, den Cheese gleich. An den Jungs ist sowas von sinnlos. Really seeing the cracks and insecurities in their own perspectives. Und der nächste Run auf die Base. Wenn der Puck halt mal vernünftige Items hätte. Dieses verschissene Dagon. Das ist unglaublich. Wir müssen erstmal verteidigen. Na, ich dachte, das wäre eigentlich... ja, ich dachte, man könnte mit
Paralyzing Cask das auch triggern. Leider nicht. Der Clockwork ist der beste Spieler der Welt. So, jetzt guck doch mal. Ja, ihr sterbt da oben mal. Ihr macht das super. Was macht der Clock eigentlich? Was macht er mit seinem verfickten Helden? Das ist so ein geiler Held. Und ich habe keinen Town Portal mehr. Ich muss ganz schnell und dann da hoch. Ganz schnell. Geh rauf! Geh sofort rauf, du dummes Stück! Wie blöd kann er sein, mit seinem Aghanims-Ulti den immer daneben zu setzen? Ey, wie schwer ist es denn? Your middle tower is under attack. More death, twice the murder. A dominant performance, triple kill. Your middle tower is under attack. So dumm muss man erstmal sein. Your middle tower has been destroyed. Dominating. Das dümmste Team der Welt. Dummer Brewmaster, der nichts kann. Dummer Puck mit seinem Dagon 5. Dummer Clock, der nicht spielen kann. Und Crystal Maiden, die war eigentlich okay. Hätte ein bisschen mehr supporten können. Ist alles an mir hängen geblieben, aber... Your top tower is under attack. What a pity. You've lost your top tower. Unglaublich. I suggest, where did your top barracks get? I hope your top barracks were a nuisance to you, because if so, I've got great news. Your middle tower is under attack. Your middle tower has been destroyed. Enemies are ravaging your middle tower. Drei Vollidioten. Na, ja doch, drei Vollidioten. Crystal Maiden war okay. Your bottom barracks are barricading incoming enemy mega creeps. Wie schlecht die sind. Also ständig, wenn ich hier Support spiele, man wardet die ganze Zeit, man macht alles. Die sind aber einfach zu dumm. Ha, der trifft nicht einen. Der trifft nicht einen verfickten Hook. So ein Vollspaß hier. Unglaublich. Die beiden, wie schlecht die waren. Crystal Maiden und Brumas waren auch sogar zusammen. Wie man die Crystal Maiden am Anfang überreden musste, damit sie mal hoch in die Lane kommt. Und der Pack mit seinen Dagon 5. Sonst nichts. Dagger Dagon 5. Glückwunsch. Das ist genau richtig gemacht. Der Clockwork kann auch nichts. Unglaublich. Und ich habe 10, 3, 20. Dem Witch Doctor. 20 Assists, die mal und dann noch 10 Kills. Dreimal. Was sollen wir denn noch mit solchen Leuten machen? Wo kommen die denn her? Könnt ihr bitte wieder zurück in ihr Loch kriechen?